Herzlich willkommen, meine Leute. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf dem Kanal Jua und Sebastian. Ganz genau. Ihr seht schon, jeder hat hier 5 Tellerchen mit den Spiegeleiern drauf. Auf jedem Teller sind 3 Eier drauf. Und das Interessante dabei, meine Freunde, ist, jeder muss natürlich versuchen, seine Teller aufzuessen. Auf jedem Teller sind 3 Stück drauf und wenn er die aufgegessen hat, dann muss er 5 Bizeps Curls machen. Und es gilt nicht, wenn man einfach nur so macht, sondern man muss die Arme komplett durchstrecken. Und wer diese Routine, diese Aktion bis zum letzten Teller durchgezogen hat, der ist der Gewinner. Und natürlich haben wir auch wieder eine Bestrafung. Und zwar, was gibt es als Bestrafung Leckeres? Ja, ein Cocktail, ein gemischten Cocktail aus ekligen Sachen. Was da reinkommt, das wird noch nicht verraten. Das kommt dann im Bestrafungsvideo. Es gibt noch Regeln und das werden wir natürlich nicht vergessen. Und zwar... Und zwar darf man sie nicht alle Eier auf einmal reinstopfen, sondern erst, wenn das erste Ei im Mund ist, dann darfst du zum nächsten greifen und das in den Mund befördern. Das war die Regel. Auf die Plätze. Fertig. Los. Auch ich melde mich wieder zu Wort. Herzlich willkommen bei Juha gegen Sebastian oder Sebastian gegen Juha. Und es steht fast Gleichstand und da ist Juha. Wer wird heute die Runde schmeißen? Juha oder Sebastian? Sebastian steht auf. Und Juha noch am Trinken und er steht auf. Die Übung scheint ein wenig zu leicht zu sein, ob das nicht zu wenig ganz Gewicht gut, ist. Wir werden sehen. Sebastian ist zurück und da kommt auch schon Juha. Ja, doch mal nur nichts an die Setup machen müssen. Das stopft ganz schön. Oh ja, das hängt bei mir. Mhm. Sebastian muss trinken und da ist auch schon Juha. Er stopft sich das ganze Ei in den Mund. Es ist unglaublich. Da ist der Food Giant. Der Cholesterinwert ist am steigen. Leute, sunny side up oder nicht sunny side up? Da ist das Ei von Sebastian im Rachen verschwunden. Und er steht auf. Juha ist am Kämpfen. Stopft sich das Ei in den Mund. Sebastian macht seine Curls. Es ist fantastisch, was hier wieder abgeht. Juha steht auf, wird er das Multitalent noch besiegen? Bis jetzt wissen wir nur eins, Sebastian ist ein harter Gegner. So, 6 Eier geschafft, Juha hat auch 6 Eier und weiter geht's. Mittlerweile beide wieder am Tisch zurück und die Eier wandern vom Teller in die Rachen. Boah, stopp, ey. Juha ist am Kämpfen, man sieht es deutlich an seinem Gesicht, wird er Sebastian schlagen. Das werden wir in wenigen Sekunden gewahr. Wer wird hier Gewinner sein? Wer wird aus der Runde als Winner herauskommen? Juha hat seine Schwierigkeiten, doch aufgeben ist ja keine Option, auch wenn es ihn das Leben kostet. Der Junge macht weiter. Doch Sebastian sehr selbstsicher in diesem Kampf, sehr, sehr selbstsicher. Er will den Titel verteidigen. Und er steht auf. Bis jetzt sieht es sehr gut aus für Sebastian. Wer den Kanal bis jetzt noch nicht abonniert hat, für den wird es höchste Zeit, denn der Food Giant ist zurück. Juha immer noch beim letzten Ei des dritten Tellers. Sebastian hat seinen dritten Teller bereits verputzt, hat seinen Sport gemacht und er sitzt wieder am Tisch. Was ist mit Juha los? Ich mag nicht mehr. Bin schlecht. Was? Es ist wirklich fantastisch. Juha geht es zwar nicht ganz so gut, doch springt er auf und macht seine Curls. Von ihm. Juha ziemlich am Ende, doch er gibt nicht auf und das zeigt er uns, indem er statt den vorgeschriebenen 5-6 Curls macht. Jeder 15 Spiegeleier, Leute. Habt ihr schon mal so viel gefuttert? Also, ich bisher ja noch nicht. Und du? Ja, ich hab schon 20. Er hat seinen Humor nicht verloren. Was? Boah. Das ist schlecht, ey. Oh. So viele Eier scheinen Juha nicht gut zu tun. Man sieht es ganz, ganz deutlich. Könnt ihr mir glauben, dass es mir schlecht ist? Ich glaube, das glauben sie dir aufs Wort. Ich denke, keiner der Zuschauer wird dich der Lüge bezichtigen. Die Position der Kamera zeigt uns den aktuellen Stand. 10 wäre da so ein Ding gewesen. Für Sebastian nicht mehr viel zu tun. Wie war es jetzt? 8, ne? Nee, 10. 10 habe ich. 10 hätte ich geschafft. Sebastian steht mittlerweile wieder, macht seine Curls, nur noch einen Teller zu verputzen. Ich habe verloren. Mir wird schlecht, ich kotze, wenn ich das weiter esse. Das muss nicht sein. Leute,
Eine kleine Runde Mitleid, bitte. Ich kann noch essen, aber es ist eklig, noch weiter Eier zu essen. Ich kann echt noch essen. Hm. Vom Hunger her, ne? Ja. Das, lieber Juha, können wir sehr gut verstehen. 15 Eier sind keine Kleinigkeit. Das ist eine Menge. Ich habe noch nie 15 Eier gegessen. Das ist eine Einstellungssache, oder? Aber ich schaffe das eh nicht mehr. Ich bin schon gewonnen. Bin raus. Ich muss ja alle aufessen. Das war's für Juha. Juha ist raus. Doch er hat den Kampf mit Würde verloren. Leute. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Sebastian stopft sich das letzte Ei in den Mund und er sammelt sogar die Krümel auf. Es sieht so aus, als ob wir hier einen Gewinner hätten. Langsam wird es aber echt widerlich. Nicht so, nicht widerlich, aber langsam schmeckt das nicht mehr. Das glauben wir dir, lieber Sebastian. 15 Eier sind, wie gesagt, keine Kleinigkeit. Ja. Die würde ich auch noch schaffen vielleicht. Aber das war ja nicht die Challenge. Es wird zu viel Ei. Ja, das ärgert mich, dass ich wieder verloren habe. Ja, das hat man den letzten Fingers. Das, liebe Leute, sind die letzten Curls auf dem Weg zum Sieg. Das war's von meiner Seite aus. Wir haben hier wieder einen Gewinner. Liebe Freunde des Esports, bis zum nächsten Mal. So, Joa, was geht? Ich bin total demotiviert. Ich merke das. Aber sowas. Ey. Leute, hättet ihr damit gerechnet, mit diesem Spektakel? Also schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und überlegt euch weitere Strafen. Es kann mich treffen, es kann aber auch Juha treffen. Wir haben einen Winner, wir haben einen Nicht-Winner. Und ich würde sagen, was sagen wir? Dass ich gleich weine. Dass du gleich weint. Herzlein, du musst nicht traurig sein. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sind hiermit fertig und tschüssi. Ciao. Und wenn ihr noch mehr Wettessen-Challenges sehen wollt mit Bestrafung, dann abonniert den Kanal. Nicht.